Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem weiteren Teil von Let's Play Rome Total War, die imperiale Kampagne mit den Germanen. Ja, und, hier können wir eigentlich mal mit dem Steuersatz ein bisschen hochgehen. Da gehen wir sogar mal auf sehr hoch. Da haben wir momentan auch so viel Garnison drin, ne? Ja, ist in Ordnung, aber da können wir erstmal so machen. Wir haben hier den Vormarsch weitergemacht und du gehst jetzt hier hin und du wirst auch noch dazugehen. Und boah, Leute, das ist ja fast eine Full-Stack-Armee nur mit Generälen. Aber das ist irgendwie auch mal witzig. Habe ich noch nie gehabt. Könnte man ansonsten auch mal sich überlegen. Nächste Runde werden wir hier wahrscheinlich von den Thrakern angegriffen. Gegen die Thraker wird einfach, gegen die Römer wird schwer. Aber das kennen wir ja eigentlich schon. Wir haben ja jetzt auch nicht mehr so die Riesenambitionen, diese kleinen Territorien da hinten zu halten. Das gilt vor allen Dingen hier für solche Dinge wie das Gütenlager noch halbwegs. Das ist noch ganz okay. Dann mach doch mal Folgendes. Ich glaube, du löst jetzt mal die Bauern auf. Und dann bilden wir dich hier nochmal fort. Dann haben wir da noch ein paar Truppen am Start. Ja, okay, so können wir es, glaube ich, machen. Schon wieder fast ein Full Stack. Und da ist halt auch wieder ein General drin und der General, der wird wahrscheinlich wieder hingehen und unsere Phalanx auseinanderdrücken und bla 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 bla. Und dadurch verlieren wir eigentlich die meisten Einheiten. So, jetzt will ich aber nochmal was anderes gucken. Hier haben wir 82%, das klappt. Na also, 98%, das ist gut. 98% Wahrscheinlichkeit, dass die Tore offen stehen. Weiß nicht, ob wir da landen können. Also wir können halt schon. Die Frage ist, ob das für uns zielführend ist. Wir können natürlich den Hauptmann Lentulus angreifen, der hier eine relativ fette Armee hat. Ja, ich weiß nicht. Ja, Meister. Bote bereit? Ich bin nicht so begeistert. Die Armee hier ist jetzt auch nicht so fett. Die ist aber nicht so schlecht. Was müssten wir gegen Hauptmann Lentulus aufs Ei kriegen? Eigentlich nicht so viel. Was hat er denn hier? Da sind wieder alle Gebäude drin, die wir brauchen, um glücklich zu werden. Dann geh doch mal ein Feld raus. Und du gehst mal gerade hier nach Tarent rein. Gehen wir auf den Tribut Steuersatz. So, dann machen wir das Ding einmal voll mit Bauern. General. Was war das jetzt? Das waren Hastati und... Boah. Das ist jetzt halt ätzend, weil die Rebellen hier direkt vor der Stadt standen, kann ich jetzt Kroton in einem Aufwasch nicht angreifen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Befehle. General. Dann machen wir so. Ja. Befehle. Nehmen die Einheiten hier. Greifen mal an. Das mache ich jetzt selbst. Und das zeige ich euch ausnahmsweise, weil es eine Speedschlacht werden wird und egal. Normalerweise zeige ich das ja nicht mehr, wenn ich hier gegen die Rebellen kämpfe, aber... Okay, ja, das verhindert unseren Vormarsch auf Kroton noch ein bisschen. Natürlich kämpfen wir jetzt hier im Ultrawald, ne? Warum auch nicht? Okay, pass auf. Hier hin einmal. Können die Einheiten ja alle fortbilden, das ist ja insofern für uns nichts Dramatisches. So, Gas. Problem ist natürlich, dadurch, dass er im Wald steht, ist er relativ gut geschützt. So, den greifen wir gerade an. Und du rennst bitte nicht in die Phalanx rein. Den muss man das immer extra sagen. Der feindliche Kriegsherr zeigt seinen wahren Wert. Ja, Schlacht beenden.
Da kämpfe ich dann auch nicht weiter. Das interessiert mich nicht. Das ist ja uninteressant. Ich könnte mir mal noch einen Schluck Siegeskaffee einschenken. Fällt mir gerade so ein. Okay. Wir müssen ja eh wieder mit einem Teil unserer Einheiten zurück nach Tarent. Insofern... jo, macht mal das noch. Genau, du kannst dich dann dort fortbilden lassen. Ach, da fehlen ja kaum Einheiten. Ich würde eher sagen, schau doch mal. Die Axtkämpfer brauche ich. Verlasse die Armee. Befehle. Häuptling. Die Axtkämpfer brauche ich auf jeden Fall auch mehr. Siedlung wird belagert. Die Siedlung wird belagert. Als die anderen Einheiten. Gut. Sehr gut. Sollen wir Croton direkt angreifen? Ich würde sagen, ja. Wir haben halt Bogenschützen dabei, die auf jeden Fall den Vorteil hier bringen. Und wir haben Axtkämpfer dabei. Machen wir. Greifen wir direkt an. Wir könnten es automatisch machen. Warte mal ganz kurz. Ich speichere mal gerade testweise. Die Tatsache, dass die Liga 105... dass der Spielstand da jetzt 105 heißt, ist nichts Besonderes. Das hat nur was damit zu tun, dass ich jetzt meine Audiospur wieder separat aufnehme. Das habe ich vorher eine Zeit lang nicht gemacht. Aber ich hatte jetzt doch ein paar unerfreuliche Ereignisse, was meine Audiospur betrifft. Und deswegen bin ich jetzt hingegangen und werde die jetzt wieder getrennt aufnehmen. Und die Audiospur nachher, falls es Zwischenfälle gibt, kann ich die dann halt nochmal überarbeiten. Und das macht für mich das Let's Play ein bisschen einfacher und das macht es für euch hoffentlich ein bisschen ansprechender. Und ich denke, jetzt könnten wir... Ist das schon eine... Oh, guck mal da... Pass auf, dann geh hier an Land. Und du greifst ihn hier nächste Runde an. Ich gehe ja mal davon aus, dass er schon irgendwie versuchen wird. Hier zu landen, aber das ist okay, damit können wir leben. Wir schmeißen die alle wieder zurück ins Meer. Da kenne ich gar nichts. Gegen den müssen wir auch noch irgendwas machen. Das sind Bauern und Equites und so ein Zeug, ne? Bestechen will ich nicht, der ist wahrscheinlich ein bisschen zu teuer. Boote bereit? Setz die Segel! Boote bereit? Setz die Segel! So, du guckst jetzt mal hier nach Spanien. Es geht momentan nicht weiter. Oder nach Julian von mir aus. Sind bereit. Aye, aye, Captain! Sind bereit. Mhm. Aye, aye, Captain! Auch ihr segelt mal darunter. Stoßt vor! Hinterhalt vorbereitet! Okay, dann kann es weitergehen. Ja, also wir haben ja auf jeden Fall genug Boote Truppen bereit? Auch für den Vormarsch auf Messana etc. Ja, Meister. Wer ist denn hier so unser bester Spion von denen? Der Typ. Dann gehen wir ganz kurz nach Tarent, nur um zu gucken, falls da noch irgendwo ein Spion von den Bruti drin ist. Wir haben unsere Kasse wieder deutlich aufgebessert. Das läuft ganz gut. Wo sind die Spanier hin von vorhin? Ja, Meister. Begebe mich in Position. Ah, das ist wieder diese Ätzbacke. General. Tja, also gut. Ich sehe es so. Ich sehe hier keine... Achso, wir könnten noch Karales angreifen. Fällt mir auch mal gerade ein. Das machen wir vielleicht aber dann erst, wenn wir die... Sizilien kontrollieren, denke ich. Ich glaube, von Sizilien aus nach Karales ist am einfachsten. Gut, dann machen wir das folgendermaßen. Die und die und die und die und die lässt du hier. Schau mal. Ja, das sieht gut aus. Und dann kannst du hier rüber.
Es geht nicht weiter. Hier marschieren. Hin. Hi, Captain. Und dann gehen wir hin, nehmen die Einheiten hier aufs Boot und dann marschieren wir vor Richtung Segesta oder Segestica. Segestica. Befehle. 1, 2, 3, 4, 5 Einheiten können wir mitnehmen. Okay. Häuptling. Ja, Befehle. Die stellen wir mal hier unten rein, dass wir da ein bisschen besser garnisoniert sind. Sehr gut. Und die anderen nehmen wir als Verstärkungseinheiten mit. Und dann werden wir da Richtung Segestica vorstoßen. So. Hier drüben wird fortgebildet. Müssen wir das zwangsläufig machen? Das ist vielleicht nochmal gar nicht so wichtig. Obwohl, wir machen es trotzdem. Haben wir hier oben nochmal Rebellen? Nein. Also ihr seht, wir kontrollieren bestimmt 40%. Nein, nicht ganz, aber sagen wir mal 35% der kompletten Karte. Und haben unsere Siegbedingungen immer noch nicht erreicht. Das ist echt ätzend. Echt ätzend. Okay. Den Agenten. Den Diplomaten. Den muss ich jetzt hier runterschicken. Okay, pass auf, den da bestechen wir und dann schicken wir den weiter runter nach Armenien und dann schauen wir mal. Vielleicht können wir hier den Skythen einfach auch nur so irgendwie den Todesstoß verpassen oder irgendwie sowas. Okay, es sind nur die Römer, die uns wieder angreifen. Ja, das mache ich aber auch wieder selbst. Bis gleich. Ja, also selbst gemacht habe ich es natürlich schon. Allerdings, ich mache ja jede Schlacht eigentlich selbst. Ich wollte nur sagen, ich mache sie gerade offscreen. Ja, Verluste hat es gegeben, ist ganz klar. Die Brücke da ist nicht so einfach zu verteidigen, aber wir haben noch Verstärkungstruppen in der Backhand und wir werden auch unsere Jungs dort fortbilden. Ich gucke mal gerade hier vorne, ob es noch ein paar Söldner gibt. Die gibt's und die nehmen wir auch beide mit. Die können wir dann im Skythenlager auflösen, um dort die Bevölkerungszahl zu erhöhen, damit wir unsere anderen Einheiten dort fortbilden können. An der Stelle könnte man vielleicht auch noch einfügen, dass diese germanische Phalanx, die wir hier haben, der Ehrliche, ja, ich hoffe mal, dass der uns nicht angreifen wird. Das wäre mir nämlich nicht so recht, wenn die Thraker uns dann in den Rücken fallen. Aber ich befürchte, dass sie das tun werden, weil mit den Brudi werden sie sich bestimmt nicht anlegen. Ja, also ich wollte noch an der Stelle sagen, die germanische Phalanx, also die germanischen Speerträger, mit denen wir kämpfen, die hat es natürlich so nicht gegeben. Es ist hier übrigens unsere billigste Einheit. Vergesst das nicht. Es ist die Einheit Stufe 1. Ja, es ist keine Level 2 Einheit oder ähnliches, sondern es ist wirklich die billigste Infanterieeinheit nach den Bauern, die wir haben. Das möchte ich an der Stelle nochmal halt ganz explizit erwähnen, weil ich denke, dass das doch recht wichtig ist, wenn man sie mal vergleicht mit der mit den Milizhopliten, dann sind die doch eher schon wesentlich stärker. Ja, und eben, also historisch gesehen, hat es diese germanische Phalanx nie gegeben. Vielleicht das, was mir jetzt gerade so einfällt, wie die Germanen gekämpft haben, war, dass sie eigentlich in einer Keilformation gekämpft haben mit der Infanterie, wenn ich mir da noch sicher bin. Dazu kommt natürlich, dass die Germanen keine einheitliche Bewaffnung hatten, die es erlaubt hätte, sowas wie eine Phalanx zu organisieren. Und dazu kommt, dass die Germanen zwar durchaus Speere haben, also man geht ja, es gibt Leute, die behaupten, dass das Wort Germania oder Germanen von dem, ich glaube, es gibt so ein altgermanisches Wort, das heißt Ger, dass das von diesem Wort herkommt und das heißt so viel wie Speer. Also die Germanen hatten wirklich einen Speer, der wohl auch sehr prominent war und sehr bekannt war. Das wollte ich an der Stelle nur erwähnen. Es ist aber nicht so, dass da ist da jetzt nicht wahr, oder? Dann machen wir es andersrum und werden die Flotten dann irgendwie nächste Runde dahin ziehen. Ja, also es ist so, dass es aber nicht so ein einheitliches System gab, wie bei den Griechen beispielsweise oder wie bei den Römern jetzt. Das sah bei den Germanen doch schon ein bisschen, ich sag mal in Anführungszeichen, lockerer aus.
Das hat auch natürlich was mit der Herrschaftsstruktur in den germanischen Territorien zu tun. Also ich nenne das jetzt mal nur Territorien. Man spricht ja in der Regel auch oftmals von sogenannten Landsmannschaften. Also wenn man das jetzt nicht unbedingt Stämme nennt, sondern wenn man eben damit auch so einen kleineren Herrschaftsverband meint. Das ist problematisch, weil wir nicht nur wenig über die Germanen wissen, sondern weil die Germanen auch einfach wenig Zeugnisse hinterlassen haben, die da irgendwelche Rückschlüsse erlauben. Und die wichtigste Quelle, die es dazu gibt, das ist ja der gute alte Tacitus, das habe ich ja schon mal erwähnt, der gilt einfach als relativ unzuverlässig in der Hinsicht, weil er A, nie wirklich selbst in Germanien war, also Tacitus selbst, war nie wirklich in Germanien und hat dieses Land bereist, um dann darüber zu berichten. Und B, oder zweitens an der Stelle, Tacitus will damit mit seiner Beschreibung der Germanen ein ganz spezifisches Bild zeichnen. Der will den Römern die Fremdartigkeit der Germanen vor Augen führen. Wir haben das Problem auch in der Darstellung über die Karthager. Die meisten Quellen, die wir ja über die Karthager haben beispielsweise, stammen ja auch von Römern. Und dass die da natürlich ihre Siegesgeschichte schreiben, das ist klar. Und die Römer sind ja unter anderem auch hingegangen und haben die Karthager so als regelrechte Anti-Römer hingestellt. Die Römer hatten dann, nach eigenen Aussagen, hatten die Römer eben ein durchorganisiertes Staatswesen, die Karthager lebten in Anarchie, die Römer hatten eine durchstrukturierte Gesellschaftsordnung, auch bei den Karthagern war das dann irgendwie anarchisch, bei den Germanen war das anarchisch, also wir wissen das eigentlich nicht wirklich. Man hat dann mal so ein Phänomen, dass Germanen in anderen Quellen auftauchen, wo sie dann mit dem römischen Wort Rex oder dem lateinischen Wort korrekterweise mit dem lateinischen Wort Rex bezeichnet werden. Das heißt ja so viel wie König. Jetzt ist nur die Frage, wie hat man sich so einen König vorzustellen? Ist das dann ein König, der irgendwie über ein Territorium herrscht, der mehrere Stämme unter sich vereint, oder ist das vielleicht einfach nur ein wohlhabender, also in Anführungszeichen Großgrundbesitzer, von dem einfach eine große gesellschaftliche Gruppe abhängt und der dann eben auch ein paar bewaffnete Truppen unterhalten kann? Oder ist das vielleicht sogar ein mehr oder weniger demokratisch gewählter Anführer eines Stammesverbundes vielleicht? Ja, also das weiß man alles überhaupt nicht. Ich finde es auch an der Stelle viel wichtiger zu sagen, wir wissen es halt einfach nicht und wir sollten nicht zu viel darüber spekulieren. Wir müssen einfach sagen, wir wissen das nicht genau. Legen wir doch die Fakten auf den Tisch etc. Das stört mich übrigens auch ein bisschen bei diesem Heftchen vom Spiegel, Spiegelgeschichte. Da gab es ja in der Februar-Ausgabe oder war es irgendwie die April-Ausgabe, ich weiß nicht genau, 2013. Dieses Jahr hat der Spiegel ja so ein Heft rausgebracht über die Germanen. Und ich habe mir das gekauft. Das kam interessanterweise kurz bevor ich mit meinem Let's Play angefangen habe. Und der Tille hat dann gesagt, Mensch, da gibt's doch so ein Spiegel-Geschichte-Heft. Und dann habe ich mir das direkt mal gekauft, weil ich gedacht habe, da findet man ein paar tolle Informationen noch, um das Ganze so ein bisschen aufzuarbeiten. Es ist auch nicht so schlecht, aber ein paar Sachen stören mich einfach. Zum Beispiel wie diese vermeintlichen Menschenopfer, die dann angeblich da in irgendwelchen Mooren dargebracht worden sind, ja, also die Moorleichen. Dann sagt zum Beispiel, ich lese es mal ganz kurz vor, wo war es hier? Moment, ich blätter mal gerade nebenher so ein bisschen da drin rum. Ja, also da ist es dann so, da wird dann eine Moorleiche gefunden, da fehlt irgendwie ein Bein und da fehlt dann irgendwie noch ein bisschen, weiß ich nicht, der hat keine Haare. Dann sagt man, ja, das ist ein Gerichtsprozess gewesen, der ist ein verurteilter Verbrecher. Dem hat man irgendwie das Bein abgehackt und die Hand und die Haare abrasiert oder sowas. Ja. Woher weiß man das? Hat der Typ einen Zettel am Fuß gehabt, wo drauf stand, ich bin verurteilt worden vom Herrscher sowieso, am Tage sowieso und meine Bestrafung war, dass man mir ein Bein und eine Hand abgehackt hat oder irgendwie den Kopf kahl geschoren hat. Das ist alles Spekulation, ja. Also ich finde halt, es ist in so einer Situation wichtiger zu sagen, wenn man es nicht weiß, wir wissen es nicht. Ja, wir wissen es nicht und alles, was wir darüber sagen können, das sind bestenfalls irgendwie Hypothesen. Ja.
Das stört mich halt ein bisschen. Und das stört mich vor allen Dingen bei dieser Sache mit den Menschenopfern. Denn woher kommt das mit den Menschenopfern? Ganz genau, das hat der gute Tacitus unter anderem auch geschrieben. Und warum schreibt er natürlich sowas? Weil in den Augen von Tacitus die Germanen irgendwelche, gehirnamputierten Kernassis sind, ja, die keine Zivilisation kennen. Menschenopfer, ja, das ist immer das Stereotyp, um eine Zivilisation als besonders brutal und eben in Anführungszeichen barbarisch darzustellen. Da muss man einfach aufpassen, wenn man sowas liest. Das ist meistens einfach nur so ein literarisches Element, womit man auch an eine ganz bestimmte Empfindung eben appellieren will. Und das ist einfach gefährlich. Das hat dann eben nichts mehr mit Fakten zu tun. Und an der Stelle nochmal, Tacitus war nicht in Germanien. Er ist da nie gewesen. Er hat keine Reise dahin gemacht. Das, was er beschreibt, man kennt ja noch nicht mal genau seine Quellen. Also man vermutet, ja, dass er Leute vielleicht so mehr oder weniger interviewt hat, die dort gewesen sind. Aber man kann es eben nicht mit Bestimmtheit sagen. Und das finde ich wichtig ist, dass man nicht nur ganz am Ende von so einer Erzählung dann sagt, jetzt zählen wir erstmal hier die ganzen Gräueltaten auf und am Ende, ja, vielleicht war das ja gar nicht so, sondern dass man das auch mal in so einer Darstellung nebenbei auch immer wieder mal einfließen lässt und das auch mal vorne ranstellt. Das wird interessanterweise, und das ist auch ein Punkt, was mir dann wiederum recht gut gefallen hat bei diesem Spiegelheft, das wird am Anfang dieses Heftes gemacht. Es wird gesagt, wir wissen einfach wahnsinnig wenig über die Germanen. Aber da das ja auch von verschiedenen Leuten geschrieben ist, sind da natürlich Beiträge dabei, wo die Leute eher so tun, als wissen sie es jetzt ganz genau. Und man erkennt natürlich, dass sie es nicht genau wissen. Das trifft eben beispielsweise auf diese Moorleichen zu. Und da kannst du so viel drüber spekulieren, wie du willst, solange denen keiner irgendwie einen Zettel an den Fuß gebunden hat, wo das draufsteht, dann weißt du es halt auch nicht genau. Was man aber weiß, ist zum Beispiel, und das sind ja dann anthropologische Untersuchungen, man kann untersuchen, was die Leute gegessen haben. Man kann den Darminhalt noch untersuchen und dann stellt man fest, dass die so einen Brei aus diversen Hülsenfrüchten gegessen haben und Ähnlichem. Und dann kann man Rückschlüsse auf die Nahrung ziehen oder dass man Samen von irgendwelchen Beeren darin findet, ja. Das ist natürlich wiederum eine relativ zuverlässige Quelle, weil ich meine, die kommen nicht da rein, weil den jemand zwangsernährt hatte. Sondern das werden die Leute damals gegessen haben. Es gibt Untersuchungen zu den unterschiedlichen Körpergrößen dieser Leichen, die man gefunden hat, jetzt nicht unbedingt in den Mooren, sondern die stammen dann meistens aus dem Frühmittelalter, wo man zum Beispiel merowingische Kindergräber untersucht hat. Da hat man dann oftmals verkrümmte Gliedmaßen gefunden und da kann man dann heraus herleiten, dass diese Leute wohl einen Vitamin-D-Mangel hatten, der ja dafür den Knochen, also Vitamin D ist ja ganz wichtig für den Knochenaufbau und wodurch gewinnt man das? Nun, durch Sonneneinstrahlung auf die Haut gewinnt der Körper Vitamin D. Also das Beste. Deswegen wollen die Mütter immer, dass die Kinder rausgehen. Das ist gerade in Deutschland ganz wichtig, weil ja hier so wenig Sonne scheint. Und weniger als jetzt in Südeuropa beispielsweise. Ne? Und so kann man dann etwas genauere Aussagen treffen. Und das ist halt schon wiederum relativ wichtig. Und das sind etwas härtere Quellen. Und den Römer, der uns da jetzt angreift, den mache ich gerade nochmal offscreen. Bis gleich. Ja, so lobe ich mir das bei den Brückenschlachten. 1055:4, super Quote. Wir haben ein paar Einheiten mehr verloren, da war ein bisschen was Kollateralschaden dabei, aber das ist, ist in Ordnung. Damit haben wir die Brücke gehalten, erfolgreich, so muss das sein. Okay. Ich schlage vor, hier an der Stelle nochmal ein Quick-Save zu machen, natürlich. Befehle? Ja, sollen wir jetzt die Gestika angreifen? Ich weiß es nicht. Wo ist denn meine Flotte vorhin hin, die so abgerippt wurde von den Bruti? Ach, da. Ich denke schon, dass wir wieder hier zurück in den Hafen sollten. Zumindest, weil wir dort sicher sind. Vor Admiral Markus jetzt nicht, aber eher hier vor Admiral Numerius. Ich schlage vor, wir kämpfen... wir machen mal gerade einen Quicksave. Ich kämpfe jetzt erstmal hier gegen Admiral Idrigu. 43 Einheiten hat er noch an Bord.
Und das Schiff ist gesunken, optimal. Sieg! Sind bereit. Hier haben wir jetzt wieder das Problem mit dem einen Bewegungspunkt. Aber was heißt Problem? Wir gehen einfach hin und ziehen unsere Einheiten etwas um. Oder bewegen unsere Einheiten in eine etwas andere Richtung. Aye, aye, Captain! Aye, Captain! Aye, aye, Captain! So, warten wir mal auf die nächste spanische Flotte. Es geht momentan nicht weiter. Oh, den habe ich übersehen. Boote bereit? Angriff! Der Gachzi. Wo segelt er jetzt hin? Darunter, gut, da können wir in der nächsten Runde abfangen. Sieg! Setzt die Segel! Und wir setzen mal direkt hier so einen Angriffsbefehl. Ne, da komme ich nicht hin, aber du kannst mal hier warten. Setz die Segel. Sind bereit. Nächste Runde werden wir dann auch hier zuschlagen. Wir holen uns hier noch, sicher, jetzt haben wir mal noch ein Schiff. Also gucken wir, dass wir jetzt diese spanischen Expansionsheere einfach immer komplett im Meer versenken. Ich glaube, das ist die beste Variante für uns. Diplomatische Informationen, Krieg Bruti Pontus und Thrakien und Armenien haben jetzt ein Bündnis miteinander. Also es könnte fast sein, dass die Armenier jetzt hier auch so einen Plot gegen uns vorhaben, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Fest steht auf jeden Fall, dass wir hier nächste Runde Fraspa angreifen und erobern werden. Und ich möchte wirklich gerne hingehen und das den Armeniern schenken. Und vielleicht nehmen sie es wirklich an, weil es unsere Verbündeten sind. Das könnte echt sein, dass das geht. Das wäre halt echt cool. Wir haben einen Hafen gebaut, muss man mal sagen. Also, naja. Kriegen wir hier Söldner? Nee, ne? Ja, die haben die Armenier wahrscheinlich alle aufgekauft, aber gut. So, dann haben die Skythen jetzt nicht mehr lange, bis ihr Untergang gekommen ist. Du baust mir die Schiffswerft. Du baust mir einen Markt. Oh, jetzt müssen wir ein bisschen auf unser Geld achten. Ja, das Ding brauchen wir auf jeden Fall. Bauen geht nicht, ne? Hoho, übel, übel, übel. Silgester. Ja, bau eine Taverne. Wir sind jetzt nicht so die, ja, boah, das Teil, das bringt Geld. Wir sind jetzt echt nicht so die besten Leute, was Haushaltkonsolidierung angeht. Das muss man auch einfach mal an der Stelle sagen. Sind bereit. Frage, Apollonia ja oder nein? General. Zweite Armee klar machen. Für eine Griechenland-Exkursion. Bin ich so sicher. Okay. Okay. So, was haben wir in Lovosike? Aufmarschplatz. Da können wir die Kriegsbande fortbilden. Befehle? Wow, lass mal gerade, dann lass mal die Berserker da raus. Befehle, General, Häuptling, Befehle. Ich mache gerade einen Kriegshelfer, ich möchte ganz gerne. Geh doch mal mit denen hier hin. So, jetzt machen wir den Angriff. Das machen wir automatisch, weil das halt super fix geht. Siedlung besetzen. Das Land gehört uns. Ja. Oh, uns fehlt ein bisschen Geld. Ja. Dann geh doch mal hin und lass mal hier das Dingen sein und bau mir. Nee, das ist mir auch zu teuer. Ist alles zu teuer. Nee, ich brauche hier auf jeden Fall. Ach nee, das liegt an der. Oh! Leichte Waffen. Schrein der Freier, bauen wir mal. Und dann nimmst du mal hier zwei schlechte Kavallerieeinheiten und löst die hier auf. Denn ich will also lieber hier die Einheiten haben. Bevor wir hier mit der Crappy Cav rumrennen. Verlasse die Armee. Ja. Bewegung!
Weiter geht es nicht. Löst ihn auch auf. Ja, General. Häuptling. Ja. Der Attila. Der Attila kann nicht so viel, habe ich den Eindruck. Sollen wir den mal... Leute, wisst ihr was? Ich würde jetzt gerne mal sehen, wie sich unsere Generalsarmee... gegen den Attila behauptet. Kämpfen wir mal mit unseren Generälen dagegen. Oder sollen wir es automatisch machen? Immerhin 5-3. Knapper Sieg. Naja, okay. Fürchtet uns! Ja, aber keine Generäle verloren. Bewegung. Gut. Und halt 120. Das sind echt die Schnäppchen-Einheiten. Muss man jetzt wirklich mal sagen. Okay. Lovosike gehört dann schon mal uns. Dann brauchen wir noch 1-2 Provinzen von den Darkherren. Oder von Darkien. Und weil wir nächste Runde die Skythen besiegt haben, ich mache nochmal einen Quicksave. Und ich gehe jetzt hin und werde hier ganz viele Einheiten auflösen. Dich löse ich auf. Und dich löse ich auf. Oh, echt? Und gehe auf niedrigen Steuersatz. Und dich löse ich auf, ganz genau. Ja, den muss ich noch drin behalten. Dann machen wir stattdessen noch einen Bauern. Ich will nicht, dass die Stadt da unten zu krass wächst, ne? Geh mal hier rüber. Der normale Steuersatz bringt hier auf jeden Fall mehr. Ich will jetzt auch gar nicht großartig... nee, ich löse die alle hier auf. Hä, was? Ach, die ist jetzt trotzdem gewachsen? Okay, gut, dann machen wir es auf niedrig und dann machst du mir noch einen Bauern. Das spart auf jeden Fall ein bisschen Kohle, denke ich. In der nächste Runde, sind wir ehrlich, die Skythen sind reif, ja. Und ich habe kein Interesse jetzt hier, wirklich viel Geld für diese Provinzen da oben auszugeben. Stoßt vor! Häuptling! Okay, gut, gut, gut. Dann kommt halt auch mal wieder ein bisschen Kohle rein. Ich fände, das wäre sehr wichtig für uns. General, stoßt vor! Ach, guck mal da. Da sind die Überbleibsel von einer Armee, gegen die wir vorhin gekämpft haben. Ist ja goldig. Ja, da kommt die nächste Armee, da hat man Plakus. Es ist so geil. Jede Runde eine Half-Stack oder eine Full-Stack-Armee. Das ist so geil. Echt. Ich frage mich wirklich, wie machen die das? Ja, aber drauf geschissen. Komm. Einmal Angriff hier. Das muss ich jetzt selbst machen. Das machen wir aber auch noch selbst. Danach werde ich dann den Part beenden. Nee, das ist mir zu diesig. Okay, der kriegt eine Verstärkung. Von wo, weiß ich noch nicht genau. Ist mir auch egal. Ich nehme mich auf jeden Fall mal hier oben auf. Denn ich will den Hügelvorteil kriegen. Boah, Alter, 3 Berserker. Das ist echt... Oh, die einen sind aber ziemlich angeschlagen. Da habe ich aber irgendwas übersehen. Ha? Gut. Starten wir mal die Schlacht. Der Feind schickt mehr Schwächlinge, um die Linie zu verstärken. Was heißt, die Linie zu verstärken? Egal. Einmal Vollgas bitte. Ich möchte gerne schnell den Hügelvorteil holen. Sind die schon in der Range? Nee, sind sie noch nicht. Schade. So eine typische Bewegung für die AI, die Hunde dann loszulassen und dann mit den Leuten das Weite zu suchen, aber da schießen wir jetzt schon mit den
Mit den Pfeilen drauf. Ihr seht hier übrigens, man hört immer wieder, ja, setzt nochmal Hunde gegen Phalanx ein, die laufen unter den Speeren durch. Ihr seht hier, das ist totaler Quatsch. Ja, also die Hunde laufen definitiv frontal nicht unter den Speeren durch. Man kann sie wirklich benutzen, wenn sie hier so umrunden, ja, dann geht's vielleicht, aber ansonsten ist das alles auch eher in das Reich der Mythen zu verbannen. Du gehst mich aus der Gruppe raus und müsste ich jetzt mal hier um eine effektive um einen effektiven Angriff. Okay, die Hunde hier haben wir in die Flucht geschlagen. Hau da ab, der schickt dir doch die Hunde auf den Pelz. Junge, 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 das haut einem echt die Zwiebel aus der Ferse, wie das so schön heißt. Ich bin ja großer Bud Spencer und Terence Hill Film, wie ihr vermutlich schon mehrfach an meinen dämlichen Sprüchen gemerkt habt. Okay. Ihr macht mal gechillt. Klar, warum auch nicht, ne? Schieß die Kriegshunde da weg. Also das funktioniert relativ gut. Kriegshunde Halter angreifen und dadurch die Kriegshunde ausschalten. Ich schieße jetzt mal auf die leichten Hilfstruppen, die haben es verdient. So, die sind weg. Du kümmerst dich jetzt um die. Machst mir die auch noch weg. Gut. Die leichten Hilfstruppen kriegen schön eine Packung in den Rücken. Hier, geht mal hier hin. Komm, wir stellen jetzt hier auf. Schauen schon mal in den Rücken von denen. Ah, die haben sich umgedreht, dann machst du das nicht. Ach, der will Pila werfen, oder was? Schieß doch nochmal ein paar Pfeile. So, jetzt kannst du angreifen. Alter, das sind Elite-Bogenschützenbanden, ja? Müssen noch ein bisschen mehr können. Ja, dann machen wir ein bisschen schneller. Sag mal, kämpfst du auch noch irgendwann gegen die oder kuschelst du nur mit denen? Benutz mal deine Tröte hier. Die feindliche Armee flieht. Jagt sie. Komm, 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 in die Seite. Sehr gut. Der feindliche Kriegsherr ist tot. Okay, gut. Er kann nun mit seinen Ahnen trinken und seine Krieger bei der Flucht beobachten. Schön. Die feindliche Armee flieht. Jag sie. Pausier mal bitte. Ich will nämlich noch hier die Phalanx aufheben. Und versuchen noch ein paar Einheiten zu stellen. Gut. Und den Rest, den schenken wir uns hier. Ja, 68 Einheiten haben wir nur verloren. Das ist optimal gelaufen, Leute. Das ist optimal gelaufen.
Und dann haben wir mal wieder eine doch recht beachtliche Armee. Der Brut hier aufgerieben. Schon wieder. Ich werde den Part an der Stelle beenden, Leute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Part wieder dabei seid. Wir brauchen, glaube ich, noch so 5-6 Runden. Dann sind wir hier durch. Wäre cool, wenn es klappt. Und ja, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Und ich freue mich immer auf eure Anregungen, Kommentare etc. Schreibt mir was drunter, falls ihr Ideen hattet oder habt. Und ja, ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.